Und Schwalbenschwanz selbst ist ja auch wieder eine Kurvenkombination. Die erste Rechtskurve Richtung Schwalbenschwanz, die ist wahnsinnig schnell zu durchfahren. Unheimlich schwer dann Bremspunkt zu finden, weil du hast wenig Referenzen. Ich selber nehme immer ein spezielles Graffiti, was man da auf die Strecke gesprüht hat, übrigens verbotenerweise. Und dieses Graffiti, ja, kurz angebremst, diese Rechtskurve geht wahnsinnig schnell, nur hast du dann nicht mehr die Zeit, um für die darauffolgende Linkskurve vernünftig auszuholen. Ja, du musst diese Linkskurve, also Mittelstraße oder innen, anbremsen. Das ist aber nicht so schlimm, weil diese Linkskurve macht sowieso ein bisschen zu. Das heißt, wenn du da ein bisschen Geschwindigkeit verlierst, macht das im Gesamten nicht viel aus, weil du hast ja die Rechtskurve davor eben mit Maximum-Attack gefahren. Schwalbenschwanz, der Ausgang, wird auch das kleine Karussell genannt. Und das kleine Karussell ist man schnell verleitet, zu spät zu bremsen. Und bei den Karussells ist es ja bei beiden sehr, sehr wichtig, fahr tief rein, fahr unten entlang und nicht zu früh die Lenkung öffnen. Wenn du aus dem kleinen Karussell rausspringst, wow, dann landet man ganz schnell an der Tankstelle auf der Döttinger Höhe beim guten Retti und dann checkt man da ein. So, herzlich willkommen jetzt hier am Streckenabschnitt Galgenkopf, wie man auch unschwer hinter uns ablesen könnte. Das ist der Eingang vom Galgenkopf. Das ist ja eine Doppelrechtskurve, wenn man so will. Und das ist auch die letzte Kurve vor der langen Döttinger Höhe. Genau, eine extrem wichtige Stelle auf der Runde hier an der Nordschleife. Und wenn wir uns das Ganze einmal anschauen, sehen wir, dass wir aus einer großen Kurve das Ganze so handhaben müssen, dass wir versuchen, eben die letzte Kurve mit viel Schwung durchfahren, um maximalen Speed auf der Döttinger Höhe zu erreichen. Der Eingang hier, der ist gar nicht mal so ohne, denn bei der Anfahrt fährt man so leicht den Berg hinauf. Man sieht sehr schlecht den tatsächlichen Einlenkpunkt. Also hier braucht man wirklich auch viel Herz, um hier schnell hineinzufahren. Aufgepasst, im Regen ist das hier sehr, sehr, sehr rutschig. Muss man wirklich aufpassen. Da empfehlen wir natürlich auch wieder so ein bisschen die Regenlinie, also ein bisschen weiter außen herum zu fahren. Aber der Eingang ist natürlich in der Form entscheidend, hier wirklich Schwung mit reinzunehmen in eine Kurve. Gleichzeitig wollen wir ihn aber auch mit rausnehmen. Ganz genau. Der Andi sagt es gerade, hier im Eingang ist es extrem wichtig, das Auto gut zu positionieren, damit ich halt vorbereitet bin für die letzte Kurve, bevor es auf die lange Gerade geht, um dementsprechend voll durchzubeschleunigen. Genau. Man setzt das Auto wirklich schnell in den ersten Knick hinein, lässt sich dann raustragen und dann bleibt man zunächst mal sehr, sehr lange auf der Außenbahn entlang bis zum Posten 186. Da gibt es auch ein Dixie-Häuschen, falls es mal irgendwo zwickt. Ganz genau. Der Blick sollte dann in Richtung des Scheitelpunktes gehen, an dem zweiten Curb, den wir gleich sehen werden. Da sollte mein Blick hingehen, denn da lenke ich auch hin, um dementsprechend den Schwung mitzunehmen. Genau. Also ich zähle sogar die Gullideckel ab. Es gibt einen Gulli, da bleibt man noch innen, und ab dem zweiten Gulli, da kann man dann anfangen, eben langsam die Lenkung zu öffnen. Das passiert schon fast automatisch und dann hast du wirklich maximalen Schwung für die 2,5 Kilometer lange Döttinger Höhe. Herzlich willkommen auf der Döttinger Höhe. Wie man hier erkennen kann, haben Benny und ich mal die etwas entspannte Position eingenommen. Ganz genau. Ruhephasen sind extrem wichtig, gerade auch beim Rennfahren. Durchzuatmen, durchzuschnaufen, um sich dann wieder voll zu konzentrieren für die nächste Runde. Die Döttinger Höhe ist eine Gerade hier auf der Nordschleife, wo man das Ganze sehr gut machen kann. Das Durchschnaufen, das Durchatmen. In Wahrheit geben wir hier der Box einige Informationen aus unserem Auto heraus, damit zum Beispiel das Thema Strategie hochgerechnet werden kann. So wahnsinnig anspruchsvoll zugegeben ist die Döttinger Höhe sicherlich nicht. 2,5 Kilometer geradeaus fahren, das kriegt man schon so hin. Aber im Rennen ist es in Wahrheit sogar
sehr interessant, sehr spektakulär, weil Windschattenduelle, das ist ja das, was die Fans gerne sehen. Das ist das, was wir auch einfach brauchen, um mit dem TCR auf vernünftigen Topspeed zu kommen. Das gelingt uns oftmals, das ist gerade im Qualifying aber eben sehr, sehr wichtig. In der nächsten Folge geht es mit Topspeed noch durch die Antoniusbuche. Es geht durch den Tiergarten hindurch und wir bremsen sauber die Hohenrhein-Schikane an.